Nein, das wollte ich jetzt nicht. Oh mein Gott. Wir sind erstmal. So Leute, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum nächsten kleinen Video von mir. Ja Leute, wir sind aktuell in GTA drin. Ich habe mir mal gedacht, ich bringe heute mal GTA, weil heute ein neues Fahrzeug erschienen ist. Und ich habe eigentlich, für heute war eigentlich eine Minecraft-Folge geplant. Aber Leute, die verschieben wir nochmal ein bisschen, weil die nämlich ziemlich spannend wird. Und wir kümmern uns heute erstmal um das Auto. Ja Leute, ihr seht das schon im Hintergrund. Das ist der, ich habe jetzt den Namen, keine Ahnung, warte mal. Der ist nämlich heute erst neu gekommen und das ist der Bravantu Ganlut. Ihr wisst um mein Englisch. Classic, okay. Ja, der sieht mir aus nach Chrysler, Leute. Es sieht mir irgendwie nach so einem Chrysler aus. Chrysler, ja, dort Dodge. Dort Challenger, so einen alten, keine Ahnung, irgendwie so eine Art. Und ja, Leute, wir werden ihn jetzt erstmal testen. Wir werden mal draußen eine Runde fahren. Muscle Car ist klar. Das hört sich schon mal ziemlich gut an. Aber wir fahren mal raus, komm. Wir zögern nicht lange, wir fahren mal raus. Testen mal ein bisschen, wie er sich jetzt so gerade verhält. Und dann vom Tuning her. Also. Ja, vom Sound hört er sich schon recht gut an. War ein bisschen hartes Fahrwerk, würde ich mal sagen. Da liegt auch ein bisschen hoch, ne Leute. Er kann ruhig ein ordentliches Stück tiefer. Ja, das springt kaum. Als ob der jetzt schon so ein hartes Fahrwerk hat, bei so einem. Ja, viel Bodenfreiheit, was er da hat. So halbwegs ein Geländewagen, so hoch ist der. Ja, wie gesagt, vom Optischen her gefällt er mir sehr, sehr gut sogar. Ist nur ein bisschen klein irgendwie, das Fahrzeug. Das hätte ein Tick größer sein können. Aber er fährt sich gut. Ah, gucken, was der Tuning hergibt. Lichteroptik ist auch okay. Ah, für Entzündung hat er von vornherein schon. Na ja, herrlich. Ah, herrlich. So. So, Leute, jetzt bin ich mal gespannt, was der vom Tuning hergibt. Ob man da viel machen kann, wenig machen kann, da bin ich jetzt mal gespannt. Panzerung. Ist eigentlich überbewertet, aber machen wir jetzt rein. Rennbremsen ist ja klar. Stoßhänger. Da passiert jetzt gerade gar nichts, oder? Irgendwo soll genietet sein. Ach, vorne. Ihr seht das minimal nur. Da verändert sich nur minimal was. Auf den Frontstoßfänger vorne, was da zu rot gewechselt hat, da ändern sich Nieten auf einmal. Okay. Ja, ich würde das mit den Nieten machen. Ich würde den. So hart will ich den gar nicht tun. Er soll von Optik her einfach nur genial aussehen. Rot, da machen wir die ran. Ändert sich auch nicht so viel. Fahrgestell, Überrollkäfig ist klar. Sitze ändern sich da. Okay, mehr ändert sich da nicht. Machen wir auch einen Überrollkäfig rein. Natürlich Auspuff. Oh. Da haben wir den. Okay. Wieder Doppelrohr. So. An der Seite und wieder an der Seite. An der Seite mag ich nicht, dann sieht das hinten so komisch aus, Leute. Guck mal. So leer. Wir machen die für 750. Titanauspuff natürlich.
Ah, Kotflügel, da kommen Lufteinschlitze. Luftschlitze sind da, aha. Das hat was. Aber der hat auch was hier, dieser rote. Wir machen mal das ran. Wettkampfkühlergrill, alles klar. Motorhaube, da gibt es, war klar, so viele bei der Motorhaube. Aber die sehen alle auch nicht schlecht aus. Das sieht auch geil aus. Ohne. Ja, moin. Das machen wir mal ran. Das gefällt mir. Lichter ist klar. Fährt auch noch runter, Leute. Ich glaub's nicht. Ja, moin. Das war's komplett. Designs, jetzt bin ich mal gespannt. Der obere gefällt mir schon mal, nur mit den schwarzen an der Seite. Da hat er die Rallye-Streifen auf dem Dach. Okay. Ja, die haben alle was. Der ist geil, der ist auch geil. Lohn. Aber da werden wir keinen rauf machen. Wir werden den hier oben. An der Seite nämlich. Schutz vor Diebstahl, Nummernschild. Machen wir natürlich meins ran. Aber das muss schwarz. Perfekt. Heckflügel. Als ob da auch so eine Dinger heran können. Da machen wir einen ran. An der Seite hinter der Tür, Leute. Da sind auf einmal Luftschlitze wieder. Lackierung machen wir zum Schluss. Dach. Aha, vorne wieder. Sonnenschutz. Hinten. Das hat was. Hat man das gleich in einer anderen Farbe. Seitenverkleidung. Also wieder das mit den Nieten bestimmt. Da werden wir das rot machen, weil das sieht irgendwie schon doof aus. Überall ist ja rot an den Seiten, hinten, vorne. Jetzt werden wir den hier auch rot machen. Ja, Spoiler. Ah, Leute, Spoiler. Also man hat schon recht viele. Ja, moin. Okay, das sieht scheiße aus. Ich lasse den ohne Spoiler. Also ohne gefällt er mir am besten. Ah, jetzt geht er auch endlich mal tief hier. Herrlich. Turbo ist klar, rein, Reifen. Da bin ich jetzt am Überlegen. Ich glaube, wir nehmen die hier. Ja, das passt auch. Die machen wir mal schwarz. Reifenmuster natürlich, Reifenverbesserung auch ran. Fenster nur minimaltönen. Das war's. Das war's, Leute, aber er sieht verdammt geil aus, muss ich sagen. Also mir gefällt der hier von der Optik jetzt her. Er hört sich bestimmt jetzt auch um einiges anders an. Ja. Okay. Wheelie machen kann man mit denen auch gut. Mal gucken, wie er sich jetzt so verhält. Ja, Leute, er fährt sich auch so. Also ich kann nicht meckern. Ich stehe auf diese alten Ami-Autos hier. Und er sieht für mich voll böse jetzt von vorne aus. Also auch nochmal. Ja, er fährt sich recht gut. Also Fahrverhalten hat sich so schon ein bisschen verändert, Leute, durch die Sachen, die ihr einbauen könnt. Also ein bisschen hat sich das schon verändert, nicht viel, aber er fährt sich meiner Meinung nach jetzt einen Tick besser als vorher. Und er zieht natürlich auch besser an, natürlich mehr Motorleistung, alles.
Man kennt's. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Oh mein Gott. Wir sind erstmal gegrindet. Ja, moin. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, Leute, aber ich wollte eigentlich oben schön parken und nochmal. Ja. Gucken, was er drauf hat. Also. Könnt auch gut mit den Händen, wenn ihr kleine Drifts und so hinlegen wollt. So. Mal gucken, was er vom Wheelie hält. Ja, kommt auch gut voran. Ja, Leute, das ist das Ding. Ich finde ihn relativ gut. Also, er ist auch nicht allzu teuer, aber meiner Meinung nach für 614.000 hat er, glaube ich, gekostet. Für das Geld, das hätten die ruhig ein bisschen weniger machen können. Weil das Auto eigentlich verdammt, ja, ich sag mal, klein ist. Für so einen Ami so klein. Also die Amerikaner sind ja eigentlich von der Breite her höher, ja, größer und alles. Also sonst an sich ist das ein geiles Fahrzeug. Also mir macht er jetzt gerade recht Spaß. Er sieht von vorne gut aus. Also Tuning-Optionen sind auch relativ gut. Also beschweren könnte ich mich da nicht. Außer, dass er eben halt für den Preis ein bisschen, ja, mehr haben könnte. Aber sonst läuft das ja eigentlich. Optik, ja, perfekt. Ja, Leute, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video oder Livestream. Euer Elementary X. Tschüssikowski. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.